Weil mir das einfach viel zu dumm ist, sich in der Öffentlichkeit so beschimpfen zu lassen. Das hat er mit Happel getan, das hat er mit Heinkes getan, da kommen noch andere dran. Und es muss irgendwann mal gesagt werden, was Sache ist. Und das habe ich getan, da ist weder was weggelassen worden, noch was dazu gedichtet, dazu stehe ich. Und das ist auch Tatsache. Frau Wuttke, was werden Sie denn direkt auf die Anschuldigung von Sepp Stapel nun sagen? Ja, das möchte ich jetzt so in der Kurzschrift, wissen Sie, so aus dem Effekt möchte ich jetzt an sich gar nicht sagen, weil jetzt werde ich wahrscheinlich doch wieder eine Aussage machen, die unüberlegt ist. Es gibt ein paar Sachen, die in dem Text, die mich gestört haben, und ich kann nur eins sagen, ich habe meinen Sohn Benjamin nur in die Mannschaftssitzung mitgenommen, weil er mal sehen sollte, mit was für einem dummen Mann ich zusammenarbeite. So viel zum Augenzeugen Benjamin, und Sepp Stapels Mannen kümmerten sich auch gleich um den Papa. Auch Fußball wurde gespielt in dieser herzlichen Atmosphäre. Homburg tat dies in den weißen Trikots mit viel Engagement und zumeist wenig Übersicht vor über 20.000 Zuschauern. Guido Hoffmann, Christian Herrmann wird von Wolfram Wuttke zuvorkommend behandelt und seine schöne Flanke verwandelt Daniel Jürgeleit nach 19 Minuten zum 1:0. Jubel um Tor Nummer 1 in dieser Saison auf der Auswechselbank, Nummer 1 der Bundesliga. 8 Trainerwechsel seit dem Amtsantritt von Präsident Manfred Ommer vor 3 Jahren. Ganz beachtlich. Und Sepp Stapel weiß um seinen brisanten Posten. Eckball Homburg und Lauterns Torwart Gerald Ehrmann fällt so unglücklich ohne Foulspiel, dass er regungslos liegen bleibt und Schiedsrichter Tritschler zum Ärger von Sepp Stapel auf Schiedsrichterball entscheidet und nicht auf indirekten Freistoß für Homburg. Das macht er auch dem Linienrichter klar. Schiedsrichterball ausgeführt und abgepfiffen durch Herrn Tritschler. Homburgs Trainer meinte wohl ein reiner Alibi-Pfiff. Dann die 37. Minute. Homburgs leichtfertiger Ballverlust. Der Pfälzer Konter über Uwe Scher. Er schied kurz vor Schluss mit einem Bänderriss aus. Fehler, Thorsten Wohlert und dann Ihr Auftritt bitte, Wolfram Wuttke. Ein ganzer Wasserfall auf seine Mühlen. Was immer er auch sein soll, torgefährlich ist er auf jeden Fall. Ein neuer Mann kündigt sich in Homburg an. Manfred Ommer wurde wohl fündig auf dem Weltmarkt. Manfred Ommer, wie heißt denn Ihre neue Perle? Natürlich hat er auch einen Namen, aber den wissen wir im Moment überhaupt nur 3. Ich möchte die Spekulationen nicht weiter ausdehnen da. Deswegen habe ich grundsätzlich da keinen Kommentar im Moment zu. Aus welchem Land kommt er? Naja, ich meine, wenn Sie ein bisschen genauer hinschauen und ein bisschen hinhören, dann ist das auch leicht rauszufinden. Das brauche ich doch nicht zu sagen. Aber er hat eine Identität. Aber natürlich. Auf jeden Fall ein Homo sapiens aus einem Land zwischen Südamerika und Bayern. Die zweite Halbzeit, Axel Roos nach 64 Minuten. Klaus Theiss fährt dazwischen, Elfmeter für die Pfälzer. In der Zeitlupe klar zu erkennen, richtige Entscheidung, die bittere Pille für Homburg. Stefan Kunz, der neue Mann für Harald Kohr gekommen, das 2:1. Und aufgepasst, nur 5 Minuten später versucht sich Guido Hoffmann in Lauterns Strafraum. Eine klare Schwalbe. Er bekam dafür zu Recht auch die gelbe Karte. Sepp Stapel, ich glaube, er hat es auch so gesehen. Dann aber die 82. Minute. Einmal Kopf, zweimal Kopf, dreimal Kopf, einmal Fuß. Der Ausgleich durch den eingewechselten Matthias Baranowski. Ja, ja, Trainer werden in Homburg ist gar nicht so schwer. Trainer bleiben allerdings umso mehr. Der Schlusspfiff. Wolfram Wuttke mit zwiespältigen Gefühlen, Sepp Stapel mit klaren Worten. Ich bin auch nicht der Typ, der irgendwelche Sachen in der Öffentlichkeit austrägt. Aber irgendjemand hat den Stein geworfen und dann werfe ich natürlich zurück, so wie er das auch tun würde. Ich gehe davon aus, dass die Sache abgehakt ist, nur ich werde jeden Stein nachwerfen, der mir entgegenkommt. Danke. Tja, da kann man nur sagen, lieber Sepp Stapel, in der Ruhe liegt die Kraft. Wir machen weiter mit Bremen gegen Düsseldorf. Der Aufsteiger von... Hätte er...